Ja, da hängt. Ist er tot? Gott, wie fing das denn an? So. Die hören, ne? Ja, ich glaube, das war mal zufällig, was er macht. Ich weiß es nicht mehr. Oma Hilde? Papi? Au, toll. Danke, du kleiner Putz hier. Ich bin der Dämon Ganon. Komm zu mir, hylianische Abschaum. Meint er uns? Fürchtet nicht diesen Dämon. Er ist nichts weiter als eine kränkelte Bestie. Seid ohne Furcht. Mann, Rufe. Ich sag doch, wenn du Zelda nennst, übernimmt Rufe ihren Storyteil. Sie gerne. Komm, Link. Schneller als du. Ist doch noch ein Pferd. Er kommt schon angetrampelt. Ich wechsle schon mal. Ich glaube, ich brauche nicht zu ihm zu gehen. Warte, hier ist mein Platz. Wenn wir Ganon besiegen, haben die Blitze ein Ende. Schnell, bevor das Schloss zerschüttet. Oh, wir wollen ja auch nie wieder schlechtes Wetter haben. Sehr schön. Ich hab mich gerade. Auch so auf die letzte Sekunde. Sieh nur, wie die Prinzessin kämpft. Ja, danke, ich stehe nur gerade doof. Dankeschön. Ja, ich kam irgendwie spät. Nee, er hat noch getroffen. Oh, viel zu weit weg. Behalte gerne im Auge. Hast du nicht früher schon gegen Innenfeinde gekämpft? Führst du einen Gegenstand mit dir, der ungeheuer wirksam ist? Du führst einen Gegenstand mit dir, der ungeheuer wirksam gegen Ganondorf ist. Was denn? Feuerlöscher? Jo, das Ikona, den ziehen wir auf den Boden, er hat Sachen. Das sah schmerzhaft aus. Das letzte Mal die Boden, ne? Ja. Nee, die Pfeile sind noch übrig. Nee, Pfeile war doch der andere Handschuh. Ah, so. Hat er nicht zwei? Ja, ja, aber ich dachte, das hier. Benutze die Lichtpfeile jetzt! Das ist Ganons Ende! Nur normale Pfeile. Ah. Das ist ja ein Blitz. Ich komme wieder zurück. Die Lichtpfeile. In dem Lichtpfeil nur die Stärke deiner überlebenden Verbündeten inne. Je stärker er ist, desto wirksamer kann er gerne aus Bewegung einsetzen, Alter. Ich bin voll auf die Lese geflogen. Ja. Also. Die Lichtpfeile sind stark genug, mit ihm besiegt zu Ganondorf. Ich meine, Ganondorf ist ja super da. Aua. Voll erwischt. Und dafür siehst du noch recht lebendig aus. Ich bin vom Pferd gefallen. Wo bist du? Da unten. Oh, das Pferd. Hallo? Sagen wir es mal so, ich bin vor Schreck vom Pferd gefallen. Let's check out. Hi. Sorry. No problem. Ich weiß nicht, der hat mich voll übel erwischt. Ja, ist schon nicht schlimm. Passiert. Sehr schön. Alter, haben die eine Reichweite? Ja gut, ich habe mich gerade abgelenkt oder beziehungsweise gekommen bei mir. Was hast du noch? Fliegt das Ding weit genug? Ja, wow. Sehr schön. Na komm! Uka, Uka. Ja. Mein Pferd kann seitwärts gehen. Auch wenn ich auf Zahn kotze, dann kotze ich auch nicht ganz gut. Gerne? Okay, ja.
Atem. Nur heißt es nicht. Ist denn eigentlich eine Speicher? Ja. Heile. Scheiße, voll daneben. Also, ich mach hier gar nichts. Pixel-Mode. Das sieht voll doof aus mit dem Gender, so zum Stimmelschweifer. Oh, zu spät. Ja, ich hab auch lieber ausgewichen. Ja, ich weiß nicht, ich hab irgendwie zu spät geschaltet, was er überhaupt will. Und ich stand auch zu weit weg. Ja, jetzt geht aus der Lichtkabel. Wie die Gorgone rumfliegen. I believe I can fly. Oh. Ah, da hätten wir die Lichtpfeile draufschmeißen müssen. Ah, ich weiß noch, als wir das erste Mal bei dir durchgespielt haben, wo all unsere Verbündeten besiegt waren. Echt? Waren die besiegt? Ja, wir hatten dann, du warst total angeknackst. Ich hatte noch mit Cheek, habe ich dann noch einige Wasser unter Wasser gehalten, weil ich mein Wasserschild hatte. Und wir hatten keinen einzigen Verbündeten mehr übrig. Ich glaube, da hat nur noch Ruto gelebt. Ich gebe den Fall in meine Kraft. Schön. Hey! Ich werde all die Kraft, die ich noch habe, in den Fall fließen lassen. Aua! Nicht schon wieder! Sei den Fall in meine Magie! Dann bleiben wir mal. Hier, das hat mich das letzte Mal getroffen. Ja. Meine Magie habt ihr! Ich habe das Gefühl, dass wir ihn treffen. Nee. Jetzt! Alter, dann macht ihr euch auf. Ich darf ihn verlieren, nicht auf diese Weise. Irgendwann jeder wegnehmen muss. Rosa. Ich werde dir fallen, deine Stärke verleihen, Link. Hey. Schön, dass du mich fragst. Vielleicht meinen die auch den anderen. Irgendwas kommt auf mich zugetrampelt. Ich weiß bloß nicht was. Ah, geh weg. Ich nehme gerade mal kurz weg und suche mir was zu heilen. Ja, kein Problem. Hier liegt aber ein bisschen was Blankheiten. Ja. Die wollte ich, wenn er ein bisschen den Weg verlassen. Jetzt kann ich die weiten Wege noch machen. Oh, wenn ich? Auf den Baum aufspassen. Alter, hier ist nur noch mal ein roter Puck. Doch, das geht. Jetzt bin ich auch mal im Pudding gelaufen. Oh ne, ich hab's nicht verpasst. So, what's up? Ja, geht ab. Ha. Na, Schatzi, das geht ab. Nein. Ich bin ein Gen ist so schön groß, da kann man nicht dran vorbeirennen. Ich trage so ganz gemütlich lang, so la. Ja, viel zu spät. Ich hätte ihn gar nicht amüsiert. Hier durch den Massenstand. Wow. Ja, wir haben ja noch den Gannon-Modus. Oh, scheiße. Wo du als Gannon unterwegs sein kannst. Fuck, ich muss hier weg. Scheiße, ich hab nicht mal einen Trank zum Heilen. Da! Muss ich kurz alleine lassen. Ich komm mal vorbei und sag Hallo. Verpiss ich mich kurz.
Na, er bleibt so lange jetzt liegen, bis der Schatten wieder ist. Episches Pferd, spring auf Gannon! Trampel auf seine Ehre nieder. Alter, meine Kamera! Das war nötig. Alter, er läuft direkt so an. Weiß ich, ich reagiere mal viel zu spät. Alter. Ja, das geht schon. Ja, doch. Mist doch nicht. Ignoriert Cannon. Das Problem ist auch teilweise, wenn du zu tief oder zu hoch stehst, dann triffst du ihn auch nicht. Hm. Weil ich eben gerade, ich hätte ihn getroffen, aber ich stand zu tief. Alle anderen! Nimm sie! Und er macht irgendwas Böses. Ich merk's. Ach, seine Blumen. Alter. Hörst du mal auf mich? Hey! Wow! Digga, der springt gleich sofort. Nee, ich lauf mir hinterher, sonst wirst du zermatscht. Also der andere Link. Ich stehe nämlich die ganze Zeit neben mir. Vor allem auf der Ruhe und mitten halt die ganze Zeit stehen daneben Gannon und machen nichts. Alter! Junge, komm mal klar! Alter, wie viel von den Drecksteilen soll ich noch empfangen? Ja, schön auf die Kette sein. Oh oh. Ich geh schon. Mensch, lass, wir von Blitzen getroffen. Wir müssen gerne schnell besiegen. Aber hier ist noch ein gelber Kuh gewesen. Alter, kommst du mal wieder her? Der verfolgt dich. Der geht gleich in unsere Festung rein. Mie. Gannon? Hey! Wäre schön, wenn mich jemand retten käme. Es wäre schön, wenn sich jemand mal für dich interessieren würde. Nee, ich glaube, ihn da mal eben weg. Ja, ich bin schon da. Hey! Machst du noch mal was? Oh, wirklich? Hallo? Nicht das, nicht das! Meine Gebete wurden anscheinend erhört. Vielen Dank! Auf den Armen. Nimm die Lichtfall, die geht viel besser. Ich habe selber mein Lichtfall. Merk's. Und man kann die mit dem Lichtfall viel mehr abziehen. Ich finde, die zählt viel mehr ab, als wenn du mal mit normalen Angriff draufgehst. Ich kann für die Zeit ticken. Fuck, also wo lande ich? Das zu meinen Füßen. Ich dachte gerade, ich lande im Off. Alter, war das eine Geburt. Echt, Gannon, du machst es eigentlich leicht. Ha ha ha!
Bleibt nur noch eines. Wir müssen das Masterschwert an seinen Platz zurückbringen. Aber das ist nicht meine Aufgabe. Ihr beide habt Hyrule einmal mehr den Frieden gebracht. Leb wohl, Link. Link. Schön. Ja. So, wir haben den Story-Modus durch. Projektende. So, tschüss. Oh ja, hi. Moin. Wir werden uns wiedersehen. Katsching. Wir haben sozusagen ein heißes Date im Abenteuer-Modus. Denn das wird wohl das nächste sein, was wir in Angriff nehmen werden. Ja, also wir werden jetzt nicht wahrscheinlich nicht die ganze Karte voll machen, wahrscheinlich eher nur so lange, bis wir keinen Bock mehr haben, ja, und vielleicht also, mal so zwischendurch. Ja, also man muss ja nur, um das Abenteuerboard quasi offiziell abzuschließen, muss man halt die drei Waffen, also jeder Charakter hat ja verschiedene Level für seine Waffen, 1 bis 3, und man muss halt Level 2 und 3 noch freispielen. Und wir müssen halt für jedes Level halt freispielen, dafür müssen wir die Mission auf dem besten Rang abschließen, und dann müssen wir halt das Versteck von Ganon aufdecken. Mhm. Und damit hätten wir, und wenn wir das halt geschafft haben, haben wir halt das bereits offiziell abgeschlossen. Das heißt, man muss gar nicht jede Mission machen. Ah ja. Also werden wir wahrscheinlich nur die Mission machen, die uns sowieso interessieren. Und sonst haben wir ja noch verschiedene andere Modis, also andere Abenteuerbretter, die auf einem anderen Spiel basieren, also auf einem anderen Zelda-Spiel basieren. So wie ein Star Fox-Universum. Dann noch halt den Ganons Rache-Modus, wo man als Ganondorf spielen darf. Ist leider nur im Einzelplayer-Modus möglich. Oh. Dann gibt es noch den Herausforderungsmodi, wo man halt verschiedene, wirklich Herausforderungen abschließen muss. Was genau das ist, habe ich jetzt nicht im Kopf. Auf jeden Fall kann man da auch etliche Sachen machen. Also wir haben noch eine Menge, was wir machen können. Ja, also es ist eigentlich noch nicht vorbei. Ich würde eher sagen, jetzt fängt es erst gerade an. Ja, und diesmal haben wir keinen storylastigen Teil. Das heißt, wir kommen von uns ganz aufs Gepäck. Eben, und die Missionen sind höchstwahrscheinlich auch alle kürzer als die Story-Mode-Kapitel. Das heißt, wir werden mehr pro Part schaffen, hoffentlich. Also ich habe mal so geguckt bei den ganzen anderen Let's Playern, die Hyrule Warriors wirklich komplett durchgespielt haben. Die waren teilweise so nach 100 Parts, 100, 200 Parts, da waren die durch. Ja. Also von daher ist das alles möglich. Und wir wollen das Wii U Pad ja auch ausnutzen, die Capture Card, waren wir nicht umsonst finanziert haben. Genau. Mann, so wenig haben wir besiegt. Oh, also ich war ja mehr so auf, ne? Alles, was eine Leiste hatte, habe ich kaputt gehauen. Ja. Yay, was eine tolle Belohnung. Yay. Yay. Naja, wir müssen ja auch erst bessere Schwerter freispielen. Und das ist halt auch der Grund, warum die DLC-Charaktere bessere Waffen haben können, oder wir schon bessere Waffen für die DLC-Charaktere gefunden haben, weil die nämlich nicht an dieses Level-Limit gebunden sind. Yay. Toll. Im Abenteuermodus kannst du neben Herzcontainer und mächtigen neuen Waffen auch neue Charaktere erhalten und deine Charaktere stärker machen. Hi Roto, ich sehe dich. Im Abenteuermodus ist es dein Ziel, Schlachten zu gewinnen und neue Gebiete zu erreichen, um den dunklen Herrscher zu finden und ihn zu besiegen.
Dein Handlungsspielraum auf der Karte vergrößert sich, wenn du bestimmte Schlachten gewinnst. Und je höher dein Rang nach einer Schlacht ausfällt, desto mehr vergrößert sich dein Spielraum. Also herzlich willkommen auf dem Abenteuerbrett. Ja, so sieht das dann halt ungefähr aus. Hier. Ah! Auf manchen Kartenabschnitten erhältst du spezielle Belohnungen, wenn du dort eine Schlacht gewinnst. Diese Abschnitte zeigen auf der Karte ein Belohnungssymbol. Für goldene Belohnungen musst du die Schlacht auch mit dem A-Rang gewinnen. Für bronzenfarbene Belohnungen reicht es schon, gelegentlich die Schlachten zu gewinnen. Um versteckte Belohnungen zu erlangen, musst du sie erst auf der Karte suchen und freischalten und dann die entsprechende Schlacht gewinnen. Ich wollte eigentlich nur zeigen, dass sie aussieht. Genau so sieht sie aus. Genau, und wie ihr hier schon seht, die Silhouetten auf diesen kleinen bronzefarbenen Icons lassen schon erahnen, welche Charaktere das sind. Ja. Das sind eigentlich die Charaktere, die wir im Story-Modus halt, denen wir halt begegnet sind, die wir selbst also nicht spielen konnten. Also Ruto, Agneta, Zanto und Girahim. Ja, wir haben Girahim, dann ist hier oben Zanto. Ja. Agneta und Ruto. Ich würde sagen, wir gehen dann über, machen uns so auf die Socken, holen uns Ruto, gehen dann über Agneta zu Zanto und holen uns dann Girahim. Genau. So sieht das zumindest hier aus. Ja. Ja. Also hier gibt es dann halt nur noch weitere Karten, die jeweils eine Sache haben. Genau, also die Master Quest-Karte ist der von der normalen Abenteuerkarte noch recht ähnlich. Aber hier auf diesem Board, das ist halt, man kann hier erstmal Kostüme freischalten. Und für Sia, Volga und Pyroma gibt es hier nur hier die Waffen und die Herzteile. Das heißt, wenn wir für die drei eine bessere Waffe haben wollen, müssen wir die hier wie bei den anderen Charakteren auch holen. Wobei hier das nicht bei Majora's Mask auch noch irgendwie so eine Bedingung mit dem. Ja. Die Schattenkarte. Und hier haben wir halt die Schattenkarte. Das Besondere an dieser Schattenkarte ist, dass wir hier diese Portale haben. Für Schattenkarte gibt es Warp-Portale, die richtig eingesetzt eine große Hilfe sein können. Rote Warp-Portale kannst du nicht verwenden. Gewinne die Schlacht, um sie auf grün zu schalten und damit einsetzen zu können. Setze auf dem Erkundungsbildschirm die Itemkarte Tante auf den grünen Warp-Portalen an, um zu einem anderen Kartenabschnitt zu springen. Genau, wir haben hier nämlich unterschiedliche Kartenabschnitte und dadurch, dass wir halt die Schlachten auf dem von Schlachten verhüllten Kartenabschnitt folgen speziellen Schattenregeln. Du kannst die Schatten auf einem Kartenabschnitt aufheben, indem die Itemkarte Strahlentor im Erkundungsbildschirm einsetzt. Und durch diese Portale können wir halt quasi durch die Map hopsen und verschiedene Kartenareale erreichen. Was? Ja. Ja. Die Zeit auf der Terminalkarte ist begrenzt. Der Zähler von unten auf der Karte zählt für jede geschlagene Schlacht 1 nach unten. Erreicht der Zähler 0, stürzt der Mond auf Terminal und die gesamte Karte wird in den Ausgangszustand zurückversetzt. Wenn die Karte zurückversetzt wird, behältst du gesammelte Erfahrungspunkte, Rubine, Waffen, Material und Itemkarten. Auch die Ergebnisse der gewonnenen Schlachten bleiben erhalten. Der Zähler und der Fall des Mondes können nur aufgehalten werden, indem du den dunklen Herrscher, der sich auf der Terminalkarte versteckt, findest und besiegst. Und zu Beginn das Abenteuer. Halte den Fall des Mondes auf und rette Terminal. Also hier ist es quasi so, wir haben unten diesen Zähler und jedes Mal, wenn wir eine Schlacht machen, kommt der Mond quasi näher, wie immer Majora's Mask. Und wenn er auf 0 ist, müssen wir quasi bei 0 anfangen. Und wir können den Fall des Mondes halt aufhalten, indem wir... Also wir können diesen Zähler hochsetzen, wenn wir eine Ocarina finden. Und uns quasi ein bisschen mehr Zeit erkaufen können. Ja. Und dem findigen Majora's Mask-Kenner fällt schon auf, dass die Karte wirklich wie Terminal gehalten ist. Und es wird auch in jeder Ecke einen Giganten geben, den wir erwecken können. Also man hat sich hier wirklich ziemlich stark am Spiel orientiert. Ich glaube, ich habe heute Nacht Albträume. Der Mond ist gruselig, ne? Ey, total creepy. Ja, das nur mal nebenbei, was wir euch zeigen wollen. Oder ich zumindest. Oder? Ja. Okay. Wir sind auch noch nicht fertig. Oh. Wir haben unten noch die Herausforderung, wo wir hier die Standardherausforderung haben, die Boss-Herausforderung und Ganons Rache. Ganons Rache, da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, man muss verschiedene Missionen als Ganondorf machen. Und bei der Boss-Herausforderung muss man halt, wie der Name schon sagt, verschiedene Missionen besiegen, wo man halt besonders gegen diese großen Monster antreten muss. Also zum Beispiel gibt es eine Mission, wo du nur gegen Dongo Dongos kämpfen musst und dann irgendwie 3 Stück auf einmal da auf der Map hast und dann versuch mal dein Bestes. Standard-Herausforderungen sind so ähnlich wie auf dem Abenteuerboard halt Missionen,
wo du halt verschiedene Ziele erreichen musst. Also du musst zum Beispiel eine gewisse Anzahl an Gegner besiegen, das nicht zu viel verlieren oder sowas in der Richtung. Und was ich noch vergessen habe zu erwähnen, ist, dass die Abenteuerkarten halt auch unterschiedliche Missionsziele haben. Zum Beispiel werden wir auf dem Majora's Mask, also auf der Terminal-Karte, werden wir andere Missionsziele finden als auf der Abenteuerkarte. Ja. Uns wird also so schnell nicht langweilig werden. Nein, und euch hoffentlich auch nicht. Genau, und da wir die Online-Funktion angestellt haben, ja, kann es nämlich auch mal sein, dass wir anfangen zu spielen und dann so drei kleine Links auftauchen mit einem gewissen Level, der den Schwierigkeitsgrad der Mission darstellt, wo man halt auch noch super Items beikriegen kann. Wir haben also noch eine Menge vor und ich hoffe, ihr begleitet uns dann auch weiterhin. In dem Fall bis zum nächsten Mal und ciao!